Der Lightyear One mit extrem aerodynamischer Form und einzigartigen Besonderheiten soll noch in diesem Spätsommer auf die Straße rollen. Was aber macht dieses Fahrzeug abseits vom Offensichtlichen so besonders? Was kann es und wie viel wird es kosten? Lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und klingelt die Glocke für mehr solcher Videos. Abseits davon erfahrt ihr alle aktuellen Infos zum Lightyear One jetzt hier auf Project Drive. Lightyear wurde 2016 gegründet und beschäftigt heute laut einer Mitteilung über 450 Mitarbeiter. Das Team besteht aus einer Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Namen aus der Automobil- und Technologiebranche. Den ersten fahrenden Prototyp des One hatte das Startup im Sommer 2019 vorgestellt. Für seine Pläne konnte das Unternehmen 2021 fast 100 Millionen Euro einsammeln. Im vergangenen Jahr fuhr schon ein Prototyp des One 440 Meilen oder 708 Kilometer mit einer Batterieladung. Dafür haben die Entwickler die Aerodynamik und Effizienz des Systems in den Mittelpunkt gestellt. Mit der integrierten Solartechnologie soll die 60 Kilowattstunden Fahrbatterie an einem sonnigen Tag für etwa 45 Meilen oder 72 Kilometer geladen werden können. Und nun hat Lightyear ein Update zum nahenden Start der Serienproduktion seiner Elektrolimousine mit integrierten Solarzellen bekannt gegeben. Die Kerntechnologie des One sei validiert, der Fokus liege jetzt auf der Bereitstellung der Fahrzeuge, teilte das niederländische Startup mit. Wichtige weitere Schritte seien unter anderem Crashtests sowie die Straßenzulassung. Die Form des Elektroautos springt einem direkt ins Gesicht, allgemein sehr untypisch. Damit man aber aerodynamisch einen guten CW-Wert erreicht, ist es aber unabdinglich. So sieht der One von vorne recht clean und unaufgeregt aus. Das ändert sich aber schnell, wenn man am Auto entlang nach hinten geht. Das spitz zulaufende Heck wird durch ein durchgehendes LED-Leuchtband nochmals hervorgehoben. Das Dach mit Solarzellen integriert zieht sich durchgängig von vorne bis fast an die Kante des Hecks. Auch die eingelassenen Türgriffe und nicht zu vergessen die geschlossenen Rathäuser hinten tragen natürlich zu einem sehr guten CW-Wert bei. Die Rathausabdeckungen lassen sich auch entfernen. Außerdem scheint es, als wollte man durch die zweifarbige Lackierung des Wagens am Heck einen Spoiler anmuten. Sieht für mich zumindest so aus. Das Interieur wirkt schlicht, minimalistisch und sehr elegant, geprägt durch ein Touchdisplay für Infotainment, welches in der Mitte der Frontkonsole sitzt. Ein weiterer Hingucker ist die langgezogene, fast freistehende Mittelkonsole. Sie reicht bis zu den hinteren Fahrgästen und müsste ziemlich viel Stauraum bieten. Eine weitere Besonderheit scheint das Lenkrad darzustellen. Sehen wir genau hin, können wir nämlich zwei Touchpads links und rechts am Steuer erkennen, mit denen wir mit Sicherheit etwaige Funktionen des Autos bedienen können. Auch der Aerodynamik geschuldet wird der Lightyear One digitale Außenspiegel haben. Besonders aber gefällt mir die Kombination der verschiedenen Materialien im Innenraum. So sorgen Holz- und Stoffapplikationen für einen modernen und hochwertigen Eindruck. Sagt mir gerne in den Kommentaren, wie euch das gefällt. Der Lightyear One ist 5 Meter lang, 1,89 Meter breit und 1,42 Meter hoch. Er wird durch vier Radnaben Elektromotoren mit Torque Vectoring angetrieben. Daten zur Leistung gibt es offiziell aber leider noch nicht. Die Batterie in dem pfeilförmigen Wagen ist 60 Kilowattstunden groß und schafft damit 725 Kilometer Reichweite nach WLTP. Dabei verbraucht er nur unglaubliche 8,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer im Durchschnitt. Aufgeladen kann er mit bis zu 22 Kilowatt AC und 60 Kilowatt DC, was überraschend ist, und zwar im negativen Sinne. Die Solarpaneele im Ganzen schaffen bei optimalem Wetter 12 Kilometer Reichweite in der Stunde wieder in die Batterie zu laden. Das bedeutet im besten Falle ca. 72 Kilometer am Tag und das reicht meist schon für die alltäglichen Fahrten, die man so absolvieren muss. Das Kofferraumvolumen beträgt 780 Liter, mit umgeklappten Rücksitzen sind es 1701 Liter. Sobald alle Tests abgeschlossen seien, stelle man dem Auftragsfertiger Valmet Automotive die finalen Details zur Verfügung, so Lightyear. Ab dem Spätsommer sollen die ersten Exemplare des One in Finnland vom Band rollen. Die ersten 150 Exemplare One Pioneer Edition zu einem Preis von 150.000 Euro sind Unternehmensangaben nach bereits ausverkauft. Für die weiteren Fahrzeuge wird ein wesentlich höherer Preis aufgerufen. Die Limited Edition genannte zweite reservierbare Modellreihe kostet 250.000 Euro.
Ja, ihr habt richtig gehört, eine 250.000 Vorsteuer. Was man aber nicht vergessen darf, der Lightyear One ist kein Serienfahrzeug und wird nur in geringen Stückzahlen produziert. Eher sollte man das Fahrzeug als Inspiration für andere Hersteller sehen und was nicht alles mit Solarpanelen möglich ist. Mit die für den One entwickelte Technologie plant Lightyear ein zweites Modell. Der Two soll mit einem geplanten Preis von 30.000 Euro deutlich erschwinglicher werden und 2024 oder 2025 auf den Markt kommen. Interesse am Two gäbe es schon, erklärte Lightyear jüngst. Der niederländische Carsharing-Marktführer der Sharing Group wolle den One ab 2023 anbieten und 2024 bis 2025 rund 5.000 Two in sein Portfolio aufnehmen. Bereits im letzten Jahr hieß es, dass der Leasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieter LeasePlan 5.000 Exemplare des zweiten Modells reserviert habe. Und das war's mit dem Lightyear One. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Konzept findet, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!